Skipjack, mein Lieber, erstmal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich nach der Runde gerade? Erleichtert, auf jeden Fall. Sehr erleichtert. Das war euer schwierigstes Matchup, ne? Ja, definitiv. Ja, erstmal gratuliere euch ganz herzlich zum Gewinn. Oh, jetzt kommen hier gerade noch Alerts rein. Ich muss die Alerts mal ganz kurz ausmachen, Leute, während des Interviews. Es tut mir leid. Dankeschön für den Sub oder Resub, der hier gerade reinkommt. Vielen, vielen Dank. Boonkopf, ich danke dir. Alerts gehen mal kurz aus. So, und du hast auch direkt die Siegeskatze mitgebracht, sehe ich gerade. Wie heißt die? Ja. Elvis. Dr. Elvis. Sehr gut. Okay. Also, ihr habt jetzt gerade wirklich ein mega hartes Matchup gehabt. Ihr müsst euch unbedingt mal das VOD angucken. Ich bin an die Decke gegangen. Ohne Witz, ich bin wirklich an die Decke gegangen. Ja. Die ganze Zeit, warum macht ihr das Skipjack für eine Scheiße da? Geht ja gar nicht. Nein. Wie war es bei euch im Game selber? Wie lief es da so? Also, wie war es stimmungsmäßig? Stressig, wir waren oder? Eigentlich gut drauf, also keine schlechte Stimmung oder so, es war eigentlich ganz gut, wir waren sehr entschlossen, das zu gewinnen. Ja, hat man gesehen. Was war denn auf Temple of Anubis los? Da müsste ich mir jetzt nochmal das Wort anschauen. Ja, das ist halt immer, wenn man so früh zusammengewürfelt wird, dann hat man halt wirklich nicht viel Zeit zu üben, ne? Und viele Taktiken kann man dann auch nicht ausprobieren, wenn man dann mal vielleicht mal hat, okay, zu der gehen wir zurück, wenn die eine nicht klappt, dann übt man halt nur eine. Und wenn die dann nicht funktioniert, hast du ein Problem. Ne? Ja. Und wenn, vielleicht hat man nicht mal einen, weil man die ganze Zeit am Ausprobieren ist. Aber naja, haben sie ja trotzdem noch geholt. Man kann ja nicht alles gewinnen. Ja, richtig. Auf Eichenwalde habt ihr dann zurückgeschlagen. Im ersten Moment sah es schlecht aus. Ihr seid noch durchgekommen, gerade eben so wirklich mit Mühe und Not, mit allem Drücken. Und dann kam die First Point Attack. Und da habt ihr innerhalb von, ich glaube, einer Minute 10 oder so den ersten Punkt verloren. Da war erstmal wahrscheinlich, da habt ihr euch erstmal die Peppers angezogen, oder? Ach, das kannst du überall halten. Also das ist, du weißt, der letzte Punkt auf Eichenwald ist eh so übertrieben schwer. Also man darf da nicht direkt alle Hoffnung verlieren. Ja. Also der erste Punkt ist schwer zu halten, letzte Punkt ist schwer zu bekommen als Attacker. Also da sind immer noch alle Chancen drin. Ja. Darf da nicht zu früh den Kopf in den Sand stecken. Ihr habt ihr ja auch nicht gemacht, ihr habt euch wirklich echt wacker geschlagen. Jetzt mal so von Pro zu Pro, was ist dir so aufgefallen, Radio Boy? Was das gibt, ja gerne fragen würdest. Ich wollte fragen einfach, wie schätzt du die Synergie im Team ein? Also wie gut funktioniert das Team schon so zusammen? Habt ihr Chancen auch gegen noch bessere Teams? Ich meine, das baltische Team ist natürlich eins der besten Teams jetzt hier in Europa. Aber wie sieht es denn aus gegen die richtig krass gesteckten Teams? Boah, schwer zu sagen. Also ich würde, die waren schon hart, gut, die Leute. Und wenn die anderen auf ähnlichen Level sind, dann könnten wir das vielleicht dann auch mit Mühe und Not noch schaffen. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit zu trainieren. Ja, also wir hatten jetzt ich gerade, ob wir deine Katze interviewen. Problem gehabt, Scrims zu machen, weil viele Leute hier und da was zu tun hatten. Aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen, haben wir eher noch zwei Matches jetzt und dann die Elimination-Matches sind ja nächste Woche und dann können wir noch ein bisschen trainieren unter der Woche und dann geht das. Ja, wann finden die nächsten Runden statt, die Playoffs? Hab ich das gerade nicht mitgekriegt? Am Samstag oder gleich wieder am Wochenende, also denke ich mal. Direkt wieder am Wochenende ist, ja. Okay. Geht direkt einiges. Ja. Denkt ihr, ihr werdet Gruppenerster jetzt nach dem Sieg über Baltic? Wir hoffen es. Also das war das schwerste Team, denke ich mal. Und die haben wir besiegt. Das heißt noch, die anderen zwei zu besiegen. Also erste Gruppenplatz wäre schon gut. Also wenn wir dann Zweiter werden und dann auf einmal gegen Schweden antreten müssen, suboptimal. Du musst die Webcam wieder höher machen, so nebenbei. Ja. Das wäre echt komisch die ganze Zeit, Alter. Als ob deine Katze mit uns spricht, ey. Ja, ist doch eh viel besser aus. Ja, aber Katzen sind halt auch genau süß. Du weißt ja, wie das funktioniert. Also immer Katzenvideos posten und so Katzenbilder läuft. Ja, ja. Nee, also ihr habt auf jeden Fall auch wirklich ein hartes Matchup vor euch gehabt. Es sah oft so aus, gerade auf King of the Hill, die geht 2-0. Ich denke mir so, ach komm, das machen die easy. Und dann denkt ihr euch so, ah, oh, weißt du, so ein 2-2 und dann gewinnen wir in der Overtime. Ist schon irgendwie geiler, ne? Also, und ihr habt tatsächlich noch gewonnen. Ja. Die hatten ja dann auf Reaper Tracer geswitcht. Und dann haben wir halt erstmal zwei Runden gebraucht, um uns zu überlegen, was wir jetzt dagegen machen. Ja, warum kam Artie nicht vorher auf McCree? Sobald er auf McCree gegangen ist, er hat einfach absolut durchrasiert. Ja,
Ja. Ich meine, man kann auch mit Tracer Genji gewinnen, aber irgendwie haben wir es dann nicht hinbekommen und gesagt, okay, wenn wir jetzt 3 Runden hintereinander das Gleiche machen und jedes Mal verlieren, das wäre schon ein bisschen lächerlich. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir was ändern. Haben McCree probiert und das hat ja super geklappt dann. Ja, nur das halt, ich bin halt der Meinung, dass, also jetzt nichts Böses gegen Artie so, aber er ist halt nun mal nicht so gut auf Genji, wie er auf McCree ist. Das weiß er ja auch selber wahrscheinlich. Aber es ist halt, ihr müsst halt die Meta auch euch irgendwie an die Meta anpassen, sag ich mal. Aber man hat sofort gesehen, als er auf McCree gegangen ist, er hat sofort zum Engage auf den letzten Punkt auf Ilios, hat er direkt einen Triple Kill geholt und damit halt erstmal die Möglichkeit gegeben, gegen dieses starke Team Baltic den Punkt einzunehmen. Also man hat sofort den Unterschied gemerkt und dann auch direkt der Switch von Enak auf Genji wieder zurück. Und selbst danach hat Artie einfach weiter rasiert. Also war wirklich ziemlich cleverer Pick. Wer macht bei euch die ganzen Taktiken? Macht das auch wirklich Internet Hulk auch? Ach, das sind wir eigentlich alle zusammen. Also wir haben immer viel ausprobiert. Jeder schmeißt was rein, dann probieren wir und schauen, wie es geht. Okay. Jeder hat da so seine eigene Meinung. Aber irgendwie, ja, irgendwas setzt sich dann durch. Ja, Entschuldigung. Nee, mach du, alles gut. Wie sehr stresst euch das, dass ihr da so diese Maps vorgegeben kriegt und dass es halt immer diese ganz unkonventionellen Maps sind, die man im Team schon relativ wenig trainiert und dann auch noch als Mix sozusagen spielen muss? Ist es schwieriger oder ist es in Ordnung? Oder? Ja, man bereitet sich ja drauf vor. Also wir wussten ja den Map-Pool und dann haben wir halt gezielt gesehen, okay, Baltic ist das stärkste Team, dann zocken wir jetzt nur Eichenwald, nur Anubis und nur Ilios. Dann ist es ja auch okay. Ich meine, nur vor jedem Turnier musst du dir anschauen, was ist der Map-Pool, wo sind deine größten Schwächen und dann trainierst du das gezielt. Ja. Du kannst nie eine Map einfach sagen, nee, die mag ich nicht, die zocken wir nicht. Das geht nur, wenn das Turnier Map-Bans erlaubt und das haben seit langem keine Turniere mehr gemacht. Von daher musst du alles zocken, was es gibt. Ja, mittlerweile natürlich auch King of the Hill natürlich stark vertreten. Man merkt mittlerweile, dass King of the Hill auch wirklich nicht der von allen Teams die Stärke ist, so, weil fast nur Payload gespielt wird halt. Wie viel Zeit hattet ihr jetzt genau, euch vorzubereiten auf das Ganze? Weil bei mir war es so, so Donnerstag, wo, das war ja der Tag, ich weiß nicht, ob du meine neue Friese schon gesehen hast, Skipjack. Ah doch, du warst ja live dabei, glaube ich. Ja, das habe ich gesehen, ja. bei mir war es halt so, ich habe am Donnerstag das Subgoal erreicht für die Haare und habe dann gesagt, oh gut, wir machen Freitag direkt Haare, oder wir haben irgendwie Dienstag das Subgoal erreicht, ich habe gesagt, okay, Freitag Haare färben, so ungefähr. Und dann auf einmal Donnerstag kriege ich dann die Nachricht so, ja, wir machen jetzt dieses Wochenende eine World Cup. Und ich so, wollt ihr mich verarschen oder was? Passt jetzt gar nicht rein. Dann war ich so froh, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen unsere Spiele am Samstag, Sonntag. Das war halt perfekt. So konnte ich das Ganze auch casten. Und ich weiß, ihr habt ihr zwischenzeitlich mal in den Chat reingeguckt, zufälligerweise. Ihr habt die ganze Zeit mega viel... Matches oder was? Ja, einfach nur so, einfach mal so den Stream vielleicht auf einem Auge offen. Ihr werdet sehen, also die Leute haben euch massiv angefeuert. Sind wirklich komplett eskaliert. Also war ziemlich cool. Auch dann gerade als ihr Eichenwalde die Map gewonnen habt, ich bin halt auch komplett ausgerastet und der ganze Chat ist halt einfach, hat einfach nur mitgefeiert. Also wirklich cool, war wirklich extrem cool anzusehen. Wie schätzt ihr eure Chancen gegen Polen gleich ein? Ich habe mir das Line-Up von Polen noch gar nicht angeschaut. Also normalerweise schaue ich, ob ich irgendjemanden erkenne, den man Rank gesehen hat, dann kann man es schon so ein bisschen einschätzen, aber richtig ich habe mir das Line-Up noch nicht angeschaut. Richtig abgehoben, dieser Skipjack. Sagt sich so, Polen, die gucke ich mir gar nicht erst an. Ey, nee, ich kam noch nicht dazu. Also unser Fokus lag nur auf Baltic. Also nee, das ist jetzt, ich mache also nicht mehr den Map-Pool. Also das war die größte Hürde, die es zu bezwingen gab. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt überhaupt für einen Map-Pool? Für das nächste Match? Gute Frage, habe ich selber noch nicht geschaut. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Anubis, Numbani, Lijiang. Okay. Anubis, Numbani, Lijiang. Schon wieder Anubis, echt jetzt. Stimmt. Oh, Skipjack Rage. Oh Mann, ey. Ich mag einen Gegner. Ja. Okay. Na egal, ist gut, haben wir trainiert. Ja, ja. Die anderen zwei nicht so. Ihr solltet müsst jetzt nur noch das besser machen als gegen Baltic. Wobei, man muss natürlich auch sagen, Baltic ist natürlich auch eine verdammt starke Zusammensetzung. Also, wie schätzt ihr eure Chancen gesamt im Turnier ein jetzt? Also, nachdem ihr jetzt Baltic geschlagen habt, wie ist so euer Gefühl? Also wir haben auch schon gegen andere National Teams gespielt und da gibt es noch viele andere starke dabei. Also Schweden Finnland, ist natürlich Schweden. Der Obama, ne? Ja. Gegen die haben wir auch schon gespielt. Puh, wie laufen da eure Scrims, wenn du mal sagen kannst so? Wie laufen die Scrims gegen Schweden? Gegen Schweden haben wir nur einmal gespielt, das lief nicht allzu gut. Okay, das klingt schon mal nicht so gut. Das war, ja, es war halt gestern noch, ne?
Da war auch Eisfeld noch nicht dabei. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, stimmt, aber genau, mal kurz zu der Eisfeld-Sache. Wie kam es jetzt, dass Asura, hat Asura freiwillig den Platz abgegeben oder habt ihr den dazu? Ja. Okay, ja. Dann muss ich wirklich sagen, nochmal an der Stelle jetzt ganz kurz, Asura, falls du hier zuschaust, ich habe es gestern schon mal erwähnt, ich habe nichts gegen dich natürlich, um Gottes Willen, ich kenne dich nicht wirklich. Ich finde aber ein wahnsinnig cooler Move von Asura, dass er sagt, yo, Leute, ich bin Public-Spieler und Eisfeld hat mehr Erfahrung für Team Deutschland. Ich bin zwar nominiert, aber für Team Deutschland mache ich hier Platz und lasse Eisfeld den Vortritt. Also wirklich mal einen dicken Asura-Hype bitte in den Channel, Leute. Absolut korrekter Move. Er stellt Team Deutschland über seine eigenen Interessen, weil diese ganze Prestige zum Beispiel, darauf muss man erstmal verzichten. Und es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig großzügiger und patriotischer Move, kann man sagen, oder? Also ja. Wirklich, wirklich cool von ihm. Wie gesagt, nichts gegen Asura. Ich weiß nicht, wie gut er spielt, aber generell kann man sagen, dass Eisfeld natürlich mehr Erfahrung in der Pro-Scene hat und damit halt vielleicht besser fürs Team auch geeignet ist. Und da wirklich proper Respect an Asura, absolut. Also kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ja. Ja, macht ihr jetzt noch kurz Nachbesprechung auch von dem Match gerade oder einfach nur erstmal so, Alter, wir haben es geschafft, lasst mal kurz hier chillaxen. Es geht uns 20 Minuten direkt wieder weiter, ja, richtig. Ne? Ihr macht gleich ja. Gegen Polen direkt. Ja, also viel, ich würde erst 20 Minuten nochmal chillen, vielleicht schaue ich, ob ich irgendwas zum Essen organisieren kann. Okay. Und dann geht's weiter. Will ich dich da nicht komplett von abhalten. Danke erstmal, dass du kurz reingedroppt bist. Gerne. Würde ich nachher, also ich habe jetzt gerade gesagt, ich würde auch gerne natürlich Eisfeld oder Burix oder so haben. Nur allerdings ist es halt immer mit Webcam etwas cooler einfach, weil die Leute dann auch halt einfach mal wieder sehen, wer sitzt denn eigentlich dahinter für Team Deutschland. Das nächste Mal vielleicht an die anderen, am besten eine Webcam haben. Also falls ihr nachher nochmal nach dem Match von Polen, wenn wir da die Zeit haben, oder einfach auch vielleicht nach dem Match nachher gegen, das wird das letzte Match des Tages für uns, nach dem Match gegen Südafrika, wenn ihr dann nochmal Zeit habt oder so, nochmal zum Interview auf den Stream kommen wollt, könnt ihr das gerne natürlich tun, das wollen die Leute wahrscheinlich sehr gerne sehen. Und ja, ich danke dir erstmal, dass du reingejumpt bist, Skipjack. Ich wünsche dir gleich ganz viel Erfolg gegen Polen. Und denk dran hier, der Chat ist auf jeden Fall voll auf eurer Seite. Ja, auch an die anderen Boys nochmal schöne Grüße und so. Viel Glück euch allen. Ihr macht das echt geil. Und ich persönlich feiere euch. Also, absolut. Dankeschön. Radio Boy? Dankeschön. Du noch was? Same. Ja, ich kann nur sagen, viel Glück noch in den letzten Matches. Und vor allen Dingen auch in den Playoffs, wenn wir uns da nicht mehr sehen davor. Ihr packt es schon. Danke. Dankeschön. Alles klar. Haut rein, Jungs. Skippy, hau rein, mein Lieber. Ciao. 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 Jo, coole Sache. Dann mache ich mal ganz kurz hier wieder alles richtig, nachdem ich halt alles kaputt gemacht habe. Ich will mal kurz einen Break machen. Du machst kurz einen Break. Wir machen sowieso jetzt kurz einen Break. Alles klar. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob ich die Szene hier nochmal hinkriege. Warte mal ganz kurz. Skipjack muss mal hier raus. Skipjack, geh weg.